mal du. Weißt du, was hier geht? Wer da heimlich tut und wer dahinter steht, sich im Finstern bewegt. Psst, hör mal du, sag lieber gleich die Wahrheit, denn wir finden sie raus und du kommst nicht weit. Wir sind wieder unterwegs, schneller als die Polizei. Wir lösen jeden Fall, was es auch sei. Was ist los? Wir liegen auf der Lauer. Wo ist sie, ey? Finito, du feige Sau! Sie wird nie wieder, verstanden? Na? Arschloch! Verdammt! Sie hat auch keine Maske. Moment mal! Hey, Cem, na, alles klar? Logisch, Leti. Hallo. Hey, Christina. Hey. Na, sonst noch jemand drin? Mina zum Beispiel. Die steht an der Theke. Na, hoffentlich alleine, hä? Komm, guck mal. Nee. Wir beide, wir haben nämlich noch was vor. Was haben wir beide denn noch vor? Tantchen hat ihren Schlüssel verloren, wir müssen ihr suchen helfen. Ja, der Täter war schmal, meine Größe, dunkle Haare, die Hosen auf Halbmast und das Hemd war weiß mit grünen Streifen. Noch was? Ja, wenn Sie mich fragen, der kam aus dem Asylantenheim. Aber zieht den da rauskommen Sie? Nicht direkt, aber das war ein Ausländer. Blattmacher sollten wir die, das ganze Asylantenheim und die Leute gleich mit, das ganze Gesocks. Jetzt aber! Das muss ich mir nicht anhören. Ja, na und? Ist doch egal. Hauptsache, mal Spaß an Anja. Du musst mir helfen, Bart. Du auch. Wieso? Was ist passiert? Feti ist verhaftet worden. Wir müssen zu ihm. Hä? Wer ist Feti? Mein Cousin. Die Polizei sagt, er hätte jemanden überfallen und ausgeraubt. Aber das stimmt nicht. Du musst ihnen das sagen, Bart. Auf dich hören die. Und jetzt schieben die ihn ab. So schnell, da wird keiner abgeschoben. Doch. Was wird ihm vorgeworfen, Herr Botzenhardt? Er hat kein Alibi. Er hat Geld, will aber partout nicht verraten, woher. Er ist von einem Zeugen am Tatort gesehen und genau beschrieben worden. Und er sagt keinen Ton. Ich komme einfach nicht an den Kerl heran. Tatort gesehen worden? Aber doch erst nach dem Überfall, oder? Aufpasse, gell? Er war schon einmal wegen einer Diskoschlägerei vor dem Jugendrichter. Da hat einer zu einer Freundin Türkenschlampe gesagt. Feti hat gesagt, sie ist keine Schlampe und er kein Türke. Und? Er hat weitergemacht und Bier über sie geschüttet. Feti hat ihn geprügelt und er hat ihn angezeigt. Nach dem Gesetz darf man auch dumme Kerle nicht einfach schlagen. Sonst gäbe es eine endlose und weltweite Massenschlägerei. Aber Feti klaut nicht. Und überfällt doch niemand. Christina hat Feti vor dem Club gesehen. Und seine Klamotten waren total in Ordnung. Der hätte niemals gerade von der Schlägerei kommen können. Da verhandle ich doch lieber mit der gesamten UN-Menschenrechtstruppe als mit euch. Was ist? Ist das okay so? Zeig. Ja, nein, das muss schon noch mal ins Reine schreiben, gell? Okay. Also, dann komm doch mal mit. Ja, nein, nicht die ganze Bande auf einmal. Bartholomäus Birkenstock, du übst dich jetzt mal ausnahmsweise in vornehmer Zurückhaltung, gell? Okay. Auf geht's. Das
So, gibt es irgendwas, was du deiner mageren Aussage noch hinzufügen willst? Nein. Der lag auf dem Boden, ich wollte helfen. Dann ist der Zeuge gekommen und ich bin gegangen. Das ist alles. Wieso? Weil dem auf der Stirn stand, verpiss dich, Ausländerratte, sonst mach ich dich platt. Also gut, bedank dich bei deinen Mädle, du kannst gehen. Aber mit Meldeauflage, verstanden? Hier um 8, 15 und 20 Uhr, unaufgefordert und persönlich. Das ist die Bedingung oder wir buchten dich wieder ein. Danke. Warte! Woher hast du die Kohle? Meine Kohle ist meine Sache. Er war das nicht. Bitte, helft mir. Okay. Vielleicht kriege ich aus dem überfallenen Typ was raus, was Feti hilft. Ja. Oliver Beck, Rotkreuzkrankenhaus, Zimmer 312. Ja. Du bist klasse. Ich kann nicht mehr. Und ich will nicht mehr. Vergiss es, Mina. Wer so blöd ist, muss doppelt büßen. Schmerzen. Können Sie mir trotzdem was zum Tathergang verraten? Gut, ich bin raus aus dem Auto. Zaum, schwarz. Manchmal denke ich, ich kann mich an was erinnern. Vielleicht kommt's ja noch. Sie haben dort nichts gefunden? Nein. 500 Euro sind futsch. Oh, und ich auch. Wieso so viel? Für die Disco? Nee, für neue Reifen. Hat aber gestern nicht mehr geklappt. Aha. So, so. Also, Sie rufen mich an, wenn sich der Nebel womöglich lichtet. Gute Besserung, gell? Danke. Bin Praktikant. Tschüss. Abgehauen? Keine Ahnung. Das macht es doch nur noch schlimmer für Feti. Ich verstehe. Er musste das tun. Abhauen. Er hat seine Familie Schande gemacht. Er schämt sich. Er schämt sich, obwohl er unschuldig ist? Du kannst es nicht verstehen. Sein Vater hat ihn geschlagen. Und darum ist er abgehauen. Wir können alle ausgewiesen werden. Wir haben inzwischen mal den Tatort abgecheckt. Und gleich was gefunden. Wenn's Oliver gehört. Warum hat er dann nicht Botzner erzählt, dass er sein Handy vermisst? Vielleicht ist es Fetis. Nein! Wir müssen ihn einfach fragen. Na los, sag's ihm. Sag nicht, er ist abgehauen. Aber jetzt denkt die Polizei doch erst recht, dass er schuldig ist. Aber er war's nicht. Wenn Feti nicht sofort wieder auftaucht, dann glaubt ihn das kein Mensch. Und ich wahrscheinlich auch nicht. Oh, Feti ist weg. Abgeschoben? Nein, von zu Hause. Mein Schlüssel ist weg. Wenn ich den nicht finde, dann muss ich sämtliche Schlösser auswechseln lassen. Das ist so teuer, dass ich mir davon Schloss Einstein kaufen könnte. Ja, ich hab ihn nicht. Kein Problem, ich find alles. Da war der Generalschlüssel dran, der Autoschlüssel. Einfach alles. Otto, ich bin total verzweifelt. Hast du im Auto... Hier auch nicht. Ja. Wo war der? Christina. Azisa hat meinen Diamanten gefunden. Wann hast du den denn verloren? Vor 5 Jahren. Glückwunsch.
Die Schlüssel finden wir auch noch. Eine SMS. Ich will nicht mehr, kapiert. Von Mina. Das ist doch die aus dem Krankenhaus. Die hat ein Problem mit dem, dem das Handy gehört, hä? Mina, Feti, Oliver. Fang nicht bloß an. Also, Christina kennt Feti vom Club. Sag mal, weiß deine Schwester vielleicht, wo der gerade steckt? Nee, leider nicht. Vielleicht weiß Karle was, weil der doch immer mit ihr rumzieht. Stimmt, auf zur Garage, komm. Das macht doch überhaupt nichts besser. Dann mach was, Sherlock. Sonst ist er nämlich blitzschnell abgeschoben und das lasse ich nicht zu. Ach, Quatsch. Was Quatsch? Lies doch mal Zeitung, du Klugscheißer. Jetzt brüllt er noch lauter. Wenn Feti hier entdeckt wird, dann ist Karle mit dran. Wir haben ein rotes Handy gefunden. Das kommt wahrscheinlich Oliver Beck. Kennt den jemand? Und Mina, kennt die jemand? Was ist denn mit Mina? Sie hat dem das Handy gehört, eine SMS geschickt. Ich will nicht mehr. Feti, warte! Glaub mir, Bart, meine Idee war das wirklich nicht. Kennst du Mina? Weißt du, wo die wohnt? Ja. Woher kennst du Mina? Aus dem Club. Bis zum Frühjahr war sie in einer saublöden Clique. Aber immer lustig. Jetzt hängt sie eigentlich mit ganz coolen Leuten ab. Und ist völlig fertig. Weißt du, wieso? Ich weiß nur, dass Feti auf sie steht. Das kann nicht sein. Dann frag ihn doch selbst, wenn du ihn siehst. Zu mir reicht's. Vielleicht ist sie Olivers Freundin und schwankt jetzt zwischen ihm und Feti hin und her. Nein! Und die SMS, ich will nicht mehr? Ja, genau. Vielleicht war sie Olivers Freundin und Feti ist jetzt der Neue. Aber... Psch! Mann. Und Oliver will ihn jetzt platt machen, aber Feti war halt leider schneller. Das ist Mina. Nicht schon wieder. Los, sag ihr, Feti wird abgeschoben. Wenn sie weiß, dass da passiert ist, dann soll sie es endlich sagen. Komm, geh. Warte! Du kennst doch Feti. Mein Cousin. Ja? Weil wir werden vielleicht alle abgeschoben. Wegen dem Überfall. Aber Feti war es gar nicht, stimmt's? Und wenn du was weißt, dann musst du zur Polizei gehen und es sagen, dass Feti unschuldig ist. Bäh! Los, zisch ab! Aber flott! So, spinnst du jetzt total oder was, hä? Oh, du Idiot! Ich hab keine Lust mehr, hast du gehört? Mal, was ich hier hab. Wir müssen das zurückgeben. Moment. Aber nicht gleich wieder nein, 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 okay? Kein Name. Wer so blöd ist, muss doppelt büßen. Das habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Vielleicht im Krankenhaus? Hat Mina auch SMS von 0179 1730 183? Ja, das ist die Nummer vom roten Handy. Ja, klar doch, zahlst du. 100 Cash. Wir machen ein Blind Date. Antworte.
muss dich sofort sehen. Heute 17.30 Uhr, Eisdiele La Torre. Eisdiele La Torre. Ja, La Torre. Fast wäre ich verhungert. So, jetzt hast du wieder all deine wichtigen Nährstoffe. Also, das rote Handy gehört ihm. Doch jetzt geht der Terror mit dem neuen Handy weiter. Wenn du dauernd abhaust, dann sag wenigstens mir, wo du hin bist, ja? Also Leute, was haben wir jetzt alles? Das gehört definitiv Oliver. Ja, und das ist Mina. Ja, und zwischen denen läuft eine merkwürdige Geschichte. Wenn du abhauen willst, bitte. Aber vielleicht kannst du dir mal zur Abwechslung selber helfen. Halt dich raus, hässlicher Zwerg. Sonst kaputt. Hässlicher Zwerg? Wen kann der denn meinen? Ja, und dann gibt's noch diesen üblen Typ, der wohnt bei Mina. Markus, ihr Bruder. Ja, und die haben auch irgendeinen Stress. Hm. Wir müssen mit Mina reden. Sieht so aus, als hätte sie die Fäden in der Hand. Keine Hektik, Feti. Wir treffen uns jetzt alle bei Karle, okay? Okay. Okay, und ich organisiere Mina. Mhm. Gut. Wir wissen schon eine Menge. Verstehen aber nicht alles. Feti, es tut mir wirklich leid. Und wer hat Oliver da zusammengeschlagen? Das war mein Bruder, Markus. Er will ein Held sein. Aber eigentlich ist es meine Schuld. Oliver erpresst mich und ich kann das Geld nicht mehr zahlen. Und dann habe ich meinen Bruder eben gefragt, ob er mir helfen kann. Na klasse. Feti ist der Arsch. Warum kann dein Bruder denn ihm nicht helfen? Hm? Er will mich beschützen, damit die ganze Sache nicht auffliegt. Ich habe da ziemlich einen Mist gebaut. So ein Gruppenscheiß. Ich habe eine ziemlich teure Designerjacke geklaut. Mit meiner damaligen Clique. Und Oliver hat mich gesehen, hat mich verfolgt und erpresst. Das war doof. Hat dein Bruder dem Oliver Geld geklaut? Nein. Nein, überhaupt nicht. Der wollte ihn nur erschrecken. Wir müssen zu Botzenhardt. Besser ist es, Markus kommt mit. Ja. Sollte ich mit zu Botzenhardt? Weil es für die besser ist, die es angeht. Warum? Weil es für Markus und Mina schon schlimm genug ist. Darum. Na gut. Und wo ist deine schöne Tante? Hier. Was ist mit dem Schlüssel? Oh, der Schlüsseldienst kommt bald und tauscht hier jedes einzelne Schloss aus. Na, das wird ein Spaß. Suche den Schlüssel nicht dort, wo es Licht hat. Suche den Schlüssel dort, wo er verloren ging. Hi Markus, du sollst mit mir auf die Wache. Sagt wer? Die Stimme der Gerechtigkeit. Markus! Deine Schwester sagt, du bist nicht blöd. Hast recht. Zu viele Leute haben Stress wegen mir. Ist ja logisch. Ja, hallo, hier ist nochmal Fanny Fink vom Hotel Schlössle. Sie brauchen doch nicht zu kommen, gerade habe ich den Schlüssel gefunden.
Ja, das ist wirklich Glück. Danke, tschüss. So, du gibst jetzt deine Aussage bei diesem freundlichen Kollegen da zum Protokoll. Peti, gibt es jemanden, der bestätigen kann, woher dein Geld ist? Muss es ein Deutscher sein? Es wäre schon hilfreich, wenn man seine Sprache irgendwie verstehen kennt. Jawohl. Also gut, du kannst gerne. Aber warum hat dann Oliver behauptet, ihm wäre Geld gestohlen worden? Keine Angst, das wäre man schon eine Frage. Das ist Oliver. Sollen wir das gleich machen? Ja, unbedingt. Was ist denn noch? 400. Jetzt. Du musst dich mit ihm treffen. Moment mal. Stimmt's? Ja, klar. Dann ruf ihn doch gleich an. Nicht nötig. Entschuldigung. Ja. Okay. In 30 Minuten am U-Bahnhof Messe. Ja. Okay. Ich soll keinen Scheiß machen. Du sollst keinen. Oh, das ist gut. Der Kerl hat Humor. Okay, komm, geh mal. Kollegin, es handelt sich hier um einen Polizeieinsatz. Cool, super. Und außer dem Lockvogel gehen alle anderen Vögel auf der Stelle nach Haus. Verstanden? Gerade was spannend wird. Deinem Bruder bestellt, dass er ein blöder Hund ist. Dem ist aber schon klar, dass ich ihm noch die Fresse polieren muss, oder? Weißt du, wer drauf ist? Wenn schon. Ihr zwei werdet es immer schön zahlen. Dann bleiben wir gute Freunde. Feti. Hey, Abdul, verschwind. Wir haben hier was Privates, okay? Oh, das passt mir gut, Adolf. Feti. Ach so. Das ist der Typ, der mich überfallen hat, oder? Feti, so war das nicht geplant. Genau, Feti. Wie finde ich das, ne? Wie findest du das? Aber wo du schon mal da bist, so geht das Spiel. Du zahlst, damit ich nicht zur Polizei gehe und denen erzähle, dass du mich wieder platt machen willst. Verstanden? Jedes Wort. Mach jetzt keinen Scheiß vor. Ja, und dann? Und dann hat Botzentat den Oliver gepackt und hätte ihn fast verdroschen. Und Feti. Auch nicht vielleicht andersrum? Jedenfalls klingt's gut. Ja, was ist jetzt mit Feti und Mina? Ha? Naja, er könnte sie ja mal seinen Eltern vorstellen, oder? Wegen Happy End und so. Mhm. Meine Familie ist jedenfalls ziemlich stolz auf Feti. Vielleicht laden sie Mina jetzt auch ein? Hey, ist ja super. Komm, dann müssen wir einen Plan machen, dass es auch klappt. Aber die sind auch das perfekte Traumpaar, oder? Jetzt waren wir gar nicht dabei beim Schluss. Blöd. Botzenhardt wollte halt nicht, dass wir uns einmischen. Und wir haben uns dran gehalten. Tja. Ob uns sowas noch mal passiert? Kaum! Oh, danke. Du kannst gerne. Aber warum hat dann Oliver behauptet, ihm wäre Geld gestohlen worden? Keine Angst, das wäre man schon eine Frage. Das ist Oliver. Sollen wir das gleich machen? Ja, unbedingt. Was ist denn noch? 400.
Jetzt. Du musst dich mit ihm treffen. Moment mal. Stimmt's? Ja, klar. Dann ruf ihn doch gleich an. Nicht nötig. Entschuldigung. Ja. Okay. In 30 Minuten am U-Bahnhof Messe. Ja. Okay. Ich soll keinen Scheiß machen. Du sollst kein... Oh, das ist gut. Der Kerl hat Humor. Okay, komm, geh mal. Kollegin, es handelt sich hier um einen Polizeieinsatz. Cool, super. Und außer dem Lockvogel gehen alle anderen Vögel auf der Stelle nach Haus. Verstanden? Gerade was spannend wird. Hast du deinem Bruder bestellt, dass er ein blöder Hund ist? Dem ist aber schon klar, dass ich ihm noch die Fresse polieren muss, oder? Weißt du, wer hier drauf ist? Wenn schon. Ihr zwei werdet es immer schön zahlen. Dann bleiben wir gute Freunde. Feti. Hey, Abdul, verschwind. Wir haben hier was Privates, okay? Oh, das passt mir gut, Adolf. Feti. Ach so. Das ist der Typ, der mich überfallen hat, oder? Feti, so war das nicht geplant. Genau, Feti. Wie finde ich das, ne? Wie findest du das? Aber wo du schon mal da bist, so geht das Spiel. Du zahlst, damit ich nicht zur Polizei gehe und denen erzähle, dass du mich wieder platt machen willst. Verstanden? Jedes Wort. Mach jetzt keinen Scheiß vor. Ja, und dann? Und dann hat Botzentat den Oliver gepackt und hätte ihn fast verdroschen. Und Feti. Hoffentlich vielleicht andersrum? Jedenfalls klingt's gut. Ja, was ist jetzt mit Feti und Mina? Ha? Naja, er könnte sie ja mal seinen Eltern vorstellen, oder? Wegen Happy End und so. Okay, in 30 Minuten am U-Bahnhof Messe. Ja. Okay. Ich soll keinen Scheiß machen. Du sollst kein... Oh, das ist gut. Der Kerl hat Humor. Okay, komm, geh mal. Kollegin, es handelt sich hier um einen Polizeieinsatz. Cool, super. Und außer dem Lockvogel gehen alle anderen Vögel auf der Stelle nach Haus. Verstanden? Gerade was spannend wird. Hast du deinem Bruder bestellt, dass er ein blöder Hund ist? Dem ist aber schon klar, dass ich ihm noch die Fresse polieren muss, oder? Weißt du, wer hier drauf ist? Wenn schon. Ihr zwei werdet es immer schön zahlen. Dann bleiben wir gute Freunde. Feti. Hey, Abdul, verschwind. Wir haben hier was Privates, okay? Oh, das passt mir gut, Adolf. Feti. Ach so. Das ist der Typ, der mich überfallen hat, oder? Feti, so war das nicht geplant. Genau, Feti. Wie finde ich das, ne? Wie findest du das? Aber wo du schon mal da bist, so geht das Spiel. Du zahlst, damit ich nicht zur Polizei gehe und denen erzähle, dass du mich wieder platt machen willst. Verstanden? Jedes Wort. Mach jetzt keinen Scheiß vor. Ja, und dann? Und dann hat Botzentat den Oliver gepackt und hätte ihn fast verdroschen. Und Feti. Hoffentlich vielleicht andersrum? Jedenfalls klingt's gut. Ja, was ist jetzt mit Feti und Mina? Ha? Naja, er könnte sie ja mal seinen Eltern vorstellen, oder? Wegen Happy End und so. Meine Familie ist jedenfalls ziemlich stolz auf Feti.
Vielleicht laden Sie Mina jetzt auch ein? Hey, ist ja super. Komm, dann müssen wir einen Plan machen, dass es auch klappt. Aber die sind auch das perfekte Traumpaar, oder? Jetzt waren wir gar nicht dabei beim Schluss. Blöd. Botznack wollte halt nicht, dass wir uns einmischen. Und wir haben uns dran gehalten. Tja. Ob uns sowas nochmal passiert? Kaum. Oh, danke. Okay, komm, geh mal. Kollegin, es handelt sich hier um einen Polizeieinsatz. Cool, super. Und außer dem Lockvogel gehen alle anderen Vögel auf der Stelle nach Haus. Verstanden? Gerade was spannend wird. Hast du deinem Bruder bestellt, dass er ein blöder Hund ist? Dem ist aber schon klar, dass ich ihm noch die Fresse polieren muss, oder? Weißt du, wer hier drauf ist? Wenn schon. Ihr zwei werdet es immer schön zahlen. Dann bleiben wir gute Freunde. Feti. Hey, Abdul, verschwind. Wir haben hier was Privates, okay? Oh, das passt mir gut, Adolf. Feti. Ach so. Das ist der Typ, der mich überfallen hat, oder? Feti, so war das nicht geplant. Genau, Feti. Wie finde ich das, ne? Wie findest du das? Aber wo du schon mal da bist, so geht das Spiel. Du zahlst, damit ich nicht zur Polizei gehe und denen erzähle, dass du mich wieder platt machen willst. Verstanden? Jedes Wort. Mach jetzt keinen Scheiß vor. Ja, und dann? Und dann hat Botzentat den Oliver gepackt und hätte ihn fast verdroschen. Und Feti. Brauchst du nicht vielleicht andersrum? Jedenfalls klingt's gut. Ja, was ist jetzt mit Feti und Mina? Ha? Naja, er könnte sie ja mal seinen Eltern vorstellen, oder? Wegen Happy End und so. Mhm. Meine Familie ist jedenfalls ziemlich stolz auf Feti. Vielleicht laden sie Mina jetzt auch ein? Hey, ist ja super. Komm, dann müssen wir einen Plan machen, dass es auch klappt. Aber die sind auch das perfekte Traumpaar, oder? Jetzt waren wir gar nicht dabei beim Schluss. Blöd. Botznack wollte halt nicht, dass wir uns einmischen. Und wir haben uns dran gehalten. Tja. Ob uns sowas nochmal passiert? Kaum! Oh, danke. Also, Christina kennt Fedi vom Club. Sag mal, weiß deine Schwester vielleicht, wo der gerade steckt? Nee, leider nicht. Vielleicht weiß Karle was, weil der doch immer mit ihr rumzieht. Stimmt, auf zur Garage, komm. Das macht doch überhaupt nichts besser. Dann mach was, Sherlock. Sonst ist er nämlich blitzschnell abgeschoben und das lasse ich nicht zu. Ach, Quatsch. Was Quatsch? Lies doch mal Zeitung, du Klugscheißer. Jetzt brüllt er noch lauter. Wenn Feti hier entdeckt wird, dann ist Karle mit dran. Wir haben ein rotes Handy gefunden. Das gehört wahrscheinlich Oliver Beck. Kennt ihn jemand? Und Mina, kennt die jemand? Was ist denn mit Mina? Sie hat dem das Handy gehört, eine SMS geschickt. Ich will nicht mehr. Feti, warte! Glaub mir, Bart, meine Idee war das wirklich nicht. Kennst du Mina? Weißt du, wo die wohnt? Ja.
Woher kennst du Mina? Aus dem Club. Bis zum Frühjahr. War sie in einer saublöden Clique. Aber immer lustig. Jetzt hängt sie eigentlich mit ganz coolen Leuten ab. Und ist völlig fertig. Weißt du, wieso? Ich weiß nur, dass Feti auf sie steht. Das kann nicht sein. Dann frag ihn doch selbst, wenn du ihn siehst. Zu mir reicht's. Vielleicht ist sie Olivers Freundin und schwankt jetzt zwischen ihm und Feti hin und her. Nein! Und die SMS, ich will nicht mehr? Ja, genau. Vielleicht war sie Olivers Freundin und Feti ist jetzt der Neue. Aber... Psch! Und Oliver will ihn jetzt platt machen, aber Feti war halt leider schneller. Das ist Mina! Nicht schon wieder. Los, sag ihr, Feti wird abgeschoben. Wenn sie weiß, dass da passiert ist, dann soll sie es endlich sagen. Komm, geh. Warte! Du kennst doch Feti, mein Cousin. Ja? Weil wir werden vielleicht alle abgeschoben, wegen dem Überfall. Aber Feti war es gar nicht, stimmt's? Und wenn du was weißt, dann musst du zur Polizei gehen und das sagen, dass Feti unschuldig ist. Hey! Ja. Oliver Beck? Ja. Grüß Gott. Kurzerhand. Paar kurze Fragen. Geht's Ihnen besser? Nein, hab Schmerzen. Können Sie mir trotzdem was zum Tathergang verraten? Gut, ich bin raus aus dem Auto. Zaum. Schwarz. Manchmal denke ich, ich kann mich an was erinnern. Vielleicht kommt's ja noch. Sie haben dort nichts gefunden? Nein. 500 Euro sind futsch. Oh, und ich auch. Wieso so viel? Für die Disco? Nee, für neue Reifen. Hat aber gestern nicht mehr geklappt. Aha. So. Also, Sie rufen mich an, wenn sich der Nebel womöglich lichtet. Gute Besserung, gell? Danke. Bin Praktikant. Tschüss. Abgehauen? Keine Ahnung. Das macht's doch nur noch schlimmer für Feti. Ich verstehe. Er musste das tun. Abhauen. Er hat seine Familie Schande gemacht. Er schämt sich. Er schämt sich, obwohl er unschuldig ist? Du kannst es nicht verstehen. Sein Vater hat ihn geschlagen. Und darum ist er abgehauen. Wir können alle ausgewiesen werden. Wir haben inzwischen mal den Tatort abgecheckt. Und gleich was gefunden. Wenn's Oliver gehört, warum hat er dann nicht Botzner erzählt, dass er sein Handy vermisst? Vielleicht ist es Fetis. Nein! Wir müssen ihn einfach fragen. Na los, sag's ihm. Sag nicht, er ist abgehauen. Aber jetzt denkt die Polizei doch erst recht, dass er schuldig ist. Aber er war's nicht. Wenn Feti nicht sofort wieder auftaucht, dann glaubt ihm das kein Mensch. Und ich wahrscheinlich auch nicht. Oh, Feti ist weg. Abgeschoben? Nein, von zu Hause. Mein Schlüssel ist weg. Wenn ich den nicht finde, dann muss ich sämtliche Schlösser auswechseln lassen. Das ist so teuer, dass ich mir davon ein Schloss Einstein kaufen könnte. Ja, ich hab ihn nicht. Kein Problem, ich finde alles. Da war der Generalschlüssel dran, der Autoschlüssel. Einfach alles. Otto, ich bin total verzweifelt. Hast du im Auto... Hier auch nicht. Also, das rote Handy gehört ihm.
Jetzt geht der Terror mit dem neuen Handy weiter. Wenn du dauernd abhaust, dann sag wenigstens mir, wo du hin bist, ja? Also Leute, was haben wir jetzt alles? Das gehört definitiv Oliver. Ja, und das ist Mina. Ja, und zwischen denen läuft eine merkwürdige Geschichte. Wenn du abhauen willst, bitte. Aber vielleicht kannst du dir mal zur Abwechslung selber helfen. Halt dich raus, hässlicher Zwerg. Sonst kaputt. Hässlicher Zwerg? Wen kann der denn meinen? Ja, und dann gibt's noch diesen üblen Typ, der wohnt bei Mina. Markus, ihr Bruder. Ja, und die haben auch irgendeinen Stress. Wir müssen mit Mina reden. Sieht so aus, als hätte sie die Ferien in der Hand. Keine Hektik, Feti. Wir treffen uns jetzt alle bei Karle, okay? Okay. Okay, und ich organisiere Mina. Gut. Wir wissen schon eine Menge. Verstehen aber nicht alles. Feti, es tut mir wirklich leid. Und wer hat Oliver zusammengeschlagen? Das war mein Bruder, Markus. Er will ein Held sein. Aber eigentlich ist es meine Schuld. Oliver erpresst mich und ich kann das Geld nicht mehr zahlen. Und dann habe ich meinen Bruder eben gefragt, ob er mir helfen kann. Klasse. Fetis ist der Arsch. Warum kann dein Bruder denn ihm nicht helfen? Hm? Er will mich beschützen, damit die ganze Sache nicht auffliegt. Ich habe da ziemlich einen Mist gebaut. So ein Gruppenscheiß. Ich habe eine ziemlich teure Designerjacke geklaut. Mit meiner damaligen Clique. Und Oliver hat mich gesehen, mich verfolgt und erpresst. Das war doof. Hat dein Bruder dem Oliver Geld geklaut? Nein. Nein, überhaupt nicht. Der wollte ihn nur erschrecken. Wir müssen zu Botzenhardt. Besser ist es, Markus kommt mit. Ja. Wieso sollte ich mit zu Botzenhardt? Weil es für die besser ist, die